jetzt euch zeigen wollte. Ein Bäckchen, naja, so wie das Bäckchen ausschaut. Woher kommt's? Wo stammt's? Aus der China. Ich habe es zwar über, ja, über Amazon bestellt, aber eben in China was verschickt. So. Was ist da drinnen? Ich glaube halt, dass ich weiß, dass das da drinnen ist. Ist sowas drin? Jawohl. Manche. Meine Männchen, 1:87. Jede Menge. Jetzt werde ich gerade mal schauen, ob die von der Größe wirklich passen. Ich möchte die ja dann selber anmalen. So. Nein, geht noch immer nicht auf. Ah, ich glaube, das muss man zuerst aufschneiden, gell? Ja, das machen wir gleich. So, passt. So, ich weiß nicht, ob sie hört, es ist zum Glück unten im Untergeschoss. Aber die Kinder, die sind ein Wahnsinn. Die spielen gerade fest und schreien sich die Seele aus dem Leib. Ist eh lieb. Weißt du was, ich schneide es da auf. Da. Geduld habe ich jetzt nicht. So. Schauen wir uns das mal an. Nehmen wir einen der ausgewachsenen. Dann nehmen wir eins von noch her. Ja, die Größe passt ganz genau. Sehr gut. Ich zeige es euch. Ja, das ist eins von der Firma noch. Selbst gekauft. Man muss es ja immer dazu sagen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber auch nicht fürs chinesische Produkt. Außerdem eben, da muss man jetzt selber Hand dran anlegen. Also von der Größe passt es ganz genau. Und da habe ich jetzt da, wie ihr seht, jede Menge Personen, sitzend wie stehend. Muss da mal durchschauen. Mit Stock sehe ich da gerade, mit Rock. Ja, was ist das da? Der trägt ein Kind offensichtlich. Ja, ich habe da eigentlich verschiedene bestellt. Mal schauen, das ist ziemlich gleich. Das dürften dann die anderen sein. Ja, das sind die gleichen, aber das dürften jetzt die anderen sein. Aha, das haben wir nicht. Werde ich jetzt da auch doch aufgeben. Ich gehe zur Seite. Okay, da ist so ein Kind dabei, das noch schwieriger zu malen ist. Ja. Ja. Also derweil kann ich jetzt nicht sagen, wie sie qualitativ, ich müsste mir genauer anschauen. Aber schaut nicht schlecht aus. Okay. Das ist ein bierbäuchiger, nackter. Da hat er hoffentlich ein Dings. Naja, ich werde ihm dann eine Badehose anziehen. Passt. Ja. Gut. So viel, ja. Jede Menge Personen. Und die möchte ich eben dann selber anmalen. Mal schauen, ich hoffe, dass dann das wenigstens bei dem da funktioniert. Das dürfte dann schon hinhauen. Zumindest muss man die Achsen ein bisschen weiter reinschieben. Und dann können wir die anfangen anmalen. Da, das wird dann heute halt eine Geduldsübung sein. Bin gespannt, wie weit ich das auch schaffe. Ich habe zwar Geduld, aber irgendwann geht mir auch die Geduld aus. Aber ich wollte es mir mal, es war nicht teuer, ich wollte es mir mal riskieren und mir das mal selber. Besonders möchte ich eben die Sitzenden, und die ist es mir jetzt als erstes gegangen, möchte ja dann die drei Waggons, die ich da habe, eben, wie
den möchte ich ja Innenbeleuchtung machen und gleichzeitig möchte ich aber dann auch Personen hineinsetzen, weil die haben ja eine Inneneinrichtung, dass dann auch wenigstens Leute drin sitzen. Deswegen wollte ich eigentlich, habe ich mir diese Figuren bestellt. Ich habe auch schon Figuren, dreidimensionale Figuren oder in 1987 per 3D-Druck Dateien heruntergeladen. Ich muss dann einmal schauen, ob ich dem drüber traue und wie das dann ausschaut. Auf jeden Fall, wir haben unsere jetzt einmal jede Menge, die wir verwenden können. Also was diese Männchen jetzt betrifft, ich habe sie mal also alle mal durchgeschaut, bei einem fällt der Kopf, lustigerweise. Ja, man darf sich jetzt nicht allzu viel erwarten. Sie sind ja auch billiger deswegen. Mal schauen, was wir da verwenden können. Werde vielleicht wirklich einmal probieren. Auch die, weil der hat es eine zweite Art gegeben. Die waren ein bisschen weniger. Naja, die schauen auch nicht so schlecht aus. Sind aber wirklich, schaut aus, wie als hätten alle eben irgendwie baden oder auf irgendeinen See, eher so ein See für eine Seelandschaft gedacht. Also sie sind meistens im Badeanzug oder Badehose. Sie haben entweder so einen Hula-Hoop-Reifen. Ja. Was eben auch auffällt bei diesen Dinger, ist eben, ich werde ja unten verlinken, auf Amazon, wo man die bestellen kann. Man muss eben sie erst auch von gewissen Dingen reinigen. Was ich zeigen möchte, weil das finde ich wirklich interessant, weil das schaut aus wie ein Zombie. Jetzt einmal, das sind nämlich so Arbeiter. Jawohl, das sind die. Und da gibt es dann einen Arbeiter, der mit einer Motorsäge arbeitet. Und das schaut aus, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es schaut aus, als hätten die ihm irgendwie Arme angeklebt worden sein. Weil wahrscheinlich hat er sie beim. weil es schaut aus so ähnlich wie eine Motorsäge, aber auch nur so ähnlich. Offensichtlich hat er sich beim Motorsägen, beim Holzschneiden die Hände abgesägt und die hat er sich dann wieder aufgeklebt. Also zumindest schaut dieses Männchen so aus. Wobei ich sagen muss, eben, sie sind günstig, auch deswegen, weil man sie selber bemalen muss. Und es sind eben, ja, man darf sich da wirklich nicht zu viel erwarten. Habe ich mir auch nicht erwartet, weil es sind schon Kritiken dabei gestanden, dass die Männchen jetzt nicht was Gott wie sind. Aber ich wollte sie mal bestellen und mir ansehen und schauen, was ich vielleicht doch für meine Anlage verwenden kann und selber anbringen. Aber ich glaube, ich werde wirklich dann auch noch zusätzlich die ausdrucken, wie ich mir die Dateien geholt habe. Ist dann zwar viel Arbeit, weil jedes Männchen ist eben einzeln und die Datei und dann muss man die erst eben zusammenstellen im Programm für den Druck, aber das wird dann schon hinhauen. Auf jeden Fall, die Sitzenden kann ich auf jeden Fall verwenden, weil die sieht man ja nicht so stark, wenn sie drinnen in den Waggon sitzen. Die werde ich auf jeden Fall verwenden und ich glaube auch das eine oder andere Männchen, so dass da eben noch so erwähnenswert ist. Das wollte ich noch dazu sagen. So, einen schönen Gruß an die Modell Panwelt Schiltern. Warum das? Ja, vom Andreas, eben von der Modellbahn Panwelt Schiltern, das ist im Waldviertel oben in Niederösterreich. Der hat mir einige Sachen geschickt. Sei es eben LEDs, ganz kleine LEDs. Dann hat er eben Blütengleichrichter, Widerstände, ich glaube das sind Schrumpfschläuche, eben auch Kondensatoren, alles Mögliche. Und dann hat er mir auch, und dafür bin ich echt dankbar, diesen LED-Tester mir geschickt. Den kann man mit eben
USB anschließen. Schaut ganz lieb aus, ist also ein kleines Kistelchen. Und man tut die Krokodilklammern einfach raufgeben und schaltet ein, und dann sieht man schon, ob die LED eben leuchtet und funktioniert. Dafür bin ich wirklich ganz, ganz dankbar. Und nochmals danke. Ich verlinke natürlich unten in der Beschreibung, aber jetzt auch oben rechts, zu seinem YouTube-Kanal, dem YouTube-Kanal von Modellbahn Weltschildern. Ist sicher ein Ausflug wert, wenn man in der Gegend dort unterwegs ist. Und ja, ich sage nochmals danke. Ich werde diese Teile natürlich jetzt dann verwenden für verschiedene Projekte, die ich ja noch an meiner Anlage und an meinen Loks zu tun habe. Und sage danke, dass ich da einige Sachen bekommen habe und diese nicht kaufen muss.